Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch heute meine Studentenwoche quasi abgedreht, also alles, was ich so in einer Woche ungefähr mache für die Uni als Vollzeitstudentin. Und es ist so ein bisschen wie ein What I Did in a Week quasi. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß beim Zusehen. Ich bin gerade dabei, meine Vorbereitungen für morgen, für die ersten Vorlesungen quasi zu machen. Ich muss relativ viel lesen, irgendwie noch so ungefähr 80 Seiten. Habe ich Lust? Nein. Ich muss halt noch das alles lesen und dann mir ein paar Notizen dazu machen und dann hoffe ich, dass ich das morgen hinkriege mit den ersten Vorlesungen. Ist immer, am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig reinzukommen, finde ich, aber danach geht's eigentlich. Also ich habe jetzt gerade noch 3 Minuten Pause ungefähr. Ich war eben jetzt die ganze Zeit oben und habe dort gelernt, jetzt meine Mutter da, deswegen bin ich jetzt in mein Zimmer gegangen und mache den Rest der Vorlesung jetzt hier zu Ende. Ist noch ungefähr, ich glaube noch 45 Minuten oder so. Und danach mache ich auf jeden Fall noch meinen Homeworkout, weil ich heute wirklich noch nichts gemacht habe. Beziehungsweise die letzten Tage habe ich auch keinen Sport gemacht. Bisher ist auf jeden Fall ganz gut die Vorlesung. Ich hatte diese Vorlesung auch schon in meinem alten Studiengang. Deswegen so viel ist da gar nicht neu. Oh, jetzt habt ihr meinen Code gesehen. Egal. Also ich mache jetzt gerade, oder wir haben jetzt gerade Pause. Wahrscheinlich noch so 1-2 Minuten. Ist die Vorlesung noch ungefähr so 45 Minuten lang. Und dann ist für heute auch alles fertig mit Vorlesungen. Ich muss dann aber auf jeden Fall noch was lesen. Sehen. Es war auf jeden Fall viel heute. Ich saß nur vorm Computer die ganze Zeit, hatte nur Vorlesungen. Aber ich meine, ist halt manchmal so, ne? Kann man sich nicht aussuchen. Aber es waren auf jeden Fall gute Vorlesungen. Also ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. Und ja. Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade bei meiner Oma. Und ich mache mich jetzt fertig, weil ich heute zum ersten Mal laufen gehe. Wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Ich bin nämlich die größte Niete im Laufen. Aber egal, ich probiere es aus, jetzt wo alle Gyms geschlossen haben. Leute, ich bin back vom Laufen. Ich bin die größte Niete. Ich sehe ganz schlimm aus, deswegen zeige ich euch auch nicht, wie ich aussehe. Naja, hätte besser sein können, to be honest. Aber egal, ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen. Hello, Leute. Ich fange jetzt gleich an, meine Uni-Sachen zu machen. Beziehungsweise ich muss Gott sei Dank nur was lesen erstmal, wobei das auch immer unnormal viel ist. Ich habe mir eben gerade Granatapfelkerne gemacht. Ich schwöre, ich liebe Granatapfelkerne, das ist so lecker. Ja, und dann treffe ich mich später mit meiner Freundin und wir wissen noch nicht so ganz genau, was wir machen. Und später schminke ich mich noch und mache mich ready und ja, jetzt muss ich erstmal worken. Mache mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen ready. Ich schminke mich jetzt ein bisschen und dann treffe ich mich, wie gesagt, später mit meiner Freundin. Und hier habe ich jetzt schon ein bisschen gemacht, nicht so viel, um ehrlich zu sein, aber auf jeden Fall ein bisschen was. Morgen habe ich auch noch Zeit und heute Abend sonst auch noch.
ich jetzt fertig gemacht. Ich habe einen weißen Pullover an von Ralph Lauren und eine Hose von Zara. I love it. Okay, ich bin jetzt absolut im Zeitdruck und ich muss jetzt echt ganz schnell los meine Sachen packen und dann ins Auto. Guten Morgen, Leute. Heute ist Donnerstag und ich fange jetzt an, ein Workout zu machen, damit ich das hinter mir habe, wenn ich später dann nämlich meine Vorlesung habe und Uni-Sachen mache und damit ich einfach ein bisschen produktiv bin. Ich habe mir jetzt zum Frühstück noch schnell eine Acai-Bowl gemacht und einen Kaffee mit Hafermilch. Ja, also ich finde, die sieht eigentlich echt schön aus. Ich habe jetzt noch 10 Minuten, bevor die Uni beginnt. But I don't think that they are like irrelevant in the future. Yeah. Yeah. If you really. She's a witch. Yeah. Jesus, I just for fun googled which label is Ariana Grande under. Yeah. It's So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder auch einen Daumen nach oben da. Oder natürlich auch ein Follow. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.